Ja, das ist ja. Flüsterkompressor. Hört man gar nicht. Kann ja weiterkommen. Ich hab den gekauft als Flüsterkompressor. Ist der wirklich so? Voll die Verarsche, ne? Wie viel Dezibel ist das? Ja, das weiß ich nicht. Ich höre dich ja gar nicht. Rodi! Ist es ausgegangen? Ich weiß, ich höre nichts mehr. Ich habe so ein Piepsen im Ohr. Darum nennen wir das Flüsterkompressor. Wenn du das einmal hörst, dann hörst du nie wieder was. Du hörst nur noch flüstern. Was? Hi, Dosch. Hi. Hallöchen. Da sind wir wieder. Ich guck, du bist schon überpünktlich. Ich glaube, du magst es, mich leiden zu sehen, glaube ich. Ja. Freddy, Werkzeugkiste ist sauber. Ja, wir müssen die Leitung jetzt rausnehmen. Hier, das ist die Dieselleitung. Die müssen beide jetzt raus. So, das können wir auch rausholen. Das ist gesteckt. Ja, das ist. Ach, guck mal hier. Das lassen wir mal hier drauf. Und nicht, dass da was reinfällt. Sehr wichtig. Guck mal, wie viel Öl hier überall ist. Froschkäse ist bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben Tag 137 und bauen den Phaeton weiter auseinander. Heute ist es Ziel, zwei Schrauben abzubauen, anstatt eine. Ich überlege nur die ganze Zeit, ob ich den Kabelbaum komplett rausholen soll. Ich will's nicht. Warum? Weiß nicht, das sieht sehr kompliziert aus. Wo ist mein Kaffee? So, wer das letzte Video nicht geschaut hat, sollte das anschauen, damit er weiß, was wir hier machen. Ich versuche erstmal die Dieselleitung abzubauen. Das ist das hier. Ich glaube, du bist gut gelaunt. VC macht gute Laune. Oh. Oh, wow, oh, wow, oh, oh. Also, wenn ich so weitermache, dreht er durch. Boah. Lust zu haben, ja. Ja. Ja, das ist ja, Eilosch, das Ding ist auch ein paar Jahre alt, ne? Mhm. Sowas ist immer so fest. Oh, da kommt aber reichlich Kraftstoff raus. Aber ist gut so, muss sowieso gereinigt werden alles. Von daher passt es. Alles gut. So sieht das aus. Ha, schöne Dieselleitung, ne? Guck mal hier, die Dichtung müssen wir, die haben ja auch festgesessen. Die kannst du ja nochmal alle rausholen, Eidosch. Mhm. Und die anderen sind noch alle drin. Die muss ich alle später rausholen. Die Seite können wir jetzt die Ansaugbrücke abbauen. Ist das nicht geil? Also du musst dir vorstellen, normalerweise, wenn du so einen Motor auseinanderbaust, ne? Du machst nicht mal einen halben Regal voll. Da hast du schon die Köpfe ab. Mit Anbauteil. Wir sind jetzt gerade bis zur Ansaugbrücke gekommen. Beide Reihen sind schon voll. Glück jetzt, Neidosch. Und die sehen nicht gut aus. Oh mein Gott, unten voll Rost. Wahnsinn. Die Stifte, die müssen wir uns später rausholen. Ja, da. Da. Und hier sind die nur rausgekommen. Siehst du das? Oh mein Gott. Ach, das war der eine, der da schon dran hing, ne? Hm. Oh. Ey, die Glühkerzen wurden noch nie gewechselt. Ja, das ist schon. Kann ich mir gut vorstellen, Leute. Man kommt ja auch super dran, hä? So, die Seite, Ansaugbrücke, wird, glaube ich, natürlich nicht so schlimm aussehen wie die andere, weil die hier, von dem habe ich Angst. Aber endlich kriegen wir die Ansaugbrücke ab, weißt du? Das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn wir die Ansaugbrücke abbauen hier. Ja, guck mal. Aber da kommt man halt nicht so gut dran, ne? Leider nicht. Warte. Ich probiere mal ein bisschen mit Liebe. Ja, doch. Ist der ab? Ich nehme die Schrauben ab. Ja, die Schrauben gehen ab. Also, die holen wir mal raus hier. Komm, wir machen das jetzt so. Wir gucken jetzt nicht rein, okay? Wie das jetzt hier drin aussieht, gucken wir nicht rein. Okay? Bisschen die Spannung halten. Aber du kannst gerne in die Kanäle reinschauen. Das darf ich. Das darfst du, weil ich bin wieso der Meinung, der wird wieso jetzt nicht so wild aussehen, die Seite.
Mach mal Licht. Guck mal, da kannst du vergessen. Muss. Ach, guck mal, alle sind kaputt. Also es kann echt mal sein, dass sie es versucht haben. Hey, guck doch mal. Oh nee, ey. Ja, Bank 2 an, Bank 1 müssen wir auch noch holen. Also Glühkerzenstecker, das ist kein Problem. Der ist nur dafür da, dass er Strom drauf gibt. Ansonsten kann ich das auch jedes einzelne draufklatschen. Weißt du, wir können auch so eine Leiste bauen. Nein, der ist auch kaputt. Achte mal, hier siehst du eigentlich. Oh, guck mal. Ja, ja. Total porös. Total. Das ist halt. Auch ist innen, ne? 2002 war das, glaube ich. Ja, da wurde halt nie was gemacht, wahrscheinlich, ne? Und so lange. Ja. Ach, guck mal. Ach so, ja, das ist ja 15. Das ist ja 5 Zylinder auf dieser Seite. Klar. Also haben wir noch eins hier. Ja, der ist auch so. Auch so. Ja, alles alle auseinander hier. Ja, aber warte mal, das gefällt mir. Wenn wir das hier haben, das ist ja gut, wenn wir diese Adapter-Dinger haben. Das würde mir auch reichen, falls wir das nicht kriegen. So. Man kann ja nicht viel über diese Motoren sagen. Man kann jetzt nicht sagen, ey, das Ding ist gut. Man kann aber auch nicht sagen, das Ding ist schlecht. Ich finde es persönlich so ein richtig schöner Motor. Ja, wenn der mal richtig läuft und richtig seine richtige Leistung hat. Heute ein Angebot, eine Halskette. Greifen Sie es zu. Bis jetzt ist nur ein Schlauch kaputt gegangen und halt die ganzen Glühkerzenstecker. Es ist ja bei den Glühkerzen ist es ja nicht so wichtig wie beim Zündkerzen. Bei Zündkerzen ist es ja so, Zündfunke wird den kürzesten Weg suchen. Hier haben wir ja keinen Zündfunke. Die Masse nimmt er vom Motor und plus geben diese Leitung. Darum haben wir auch nur eine Leitung. Okay. Der gibt plus. Sobald du den Wagen zündest, von dem Glühkerzensteuergerät das Signal, ey Kollege, wird mal warm hier, der Kollege will hier starten. Und was denkst du, wie sieht die Seite aus? Hier? Schlimm. Na gut, alles verrußt, ne? Also. 4, 5, habe ich schon 5. Wow. Siehst du, ey, du merkst ja gar nicht, dass du 5 Stück schon hast. Na gut. Es geht so schnell hier. Du arbeitest schnell. Aidosch. Ja. Du weißt, alles, was schwer rauskommt, ne? Ja. Muss auch irgendwie wieder rein. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Du weißt, was ich meine? Ja. Ja, und dann lass uns mal Gedanken machen, wie wir das wieder raus reinmachen. So, wie jetzt zum Beispiel. Wie jetzt zum Beispiel. Das wird ordentlich Fummelarbeit, würde ich sagen. Ha? Das wird Fummelarbeit. Ja, guck mal hier. Siehst du schon, dass wir das erste Problem haben? Weil das muss hier raus. Das ist so ein Spender für beide Seiten. Wasser geht hier rein. Hier Rückführung. Hier versorgt er das Ganze. Also werden wir die abbauen. So muss das Ding doch ab, ne? Ja, ja, klar. Also der muss auch ab. Bitte. Jetzt stell mal vor, du baust diesen Motor komplett zusammen. Irgendeine Dichtung ist undicht. Irgendwo. Da bist du kaputt. Aber das merkst du erst, wenn alles wieder zusammengebaut ist. Also musst du alles perfekt platzieren. Also allein die Leitung. Wenn die Leitung da nicht richtig drauf ist und du merkst das nicht. Prost Mahlzeit, so ist es. Ist das kaputt? Ja. Wo? Die beiden Seiten hier. Und wo sind die dran gewesen? Oh, an diesen Dingen. Er hat einfach nur Tack gemacht. Und raus. Und raus. Oh, oh. Beide Seiten jetzt? Beide Seiten. Ganz ehrlich, wer macht sowas? Wer macht sowas? Guck dir das mal an. Ja, aber wie soll ich das denn rausholen? Wie? Ich muss hier das in der Mitte bewegen. Und die Dinger sind einfach nur saufest gewesen und höchstwahrscheinlich abgebrochen. Ja, also,
ob ich die noch kriege. Hier sind Dichtungen. Damit muss man rechnen, halt, wenn man so ein Auto macht. Haben wir auch wieder alle ab. Sehr schön. Ein schönes Imbus. Falsches machen. Du brauchst hier einen Unterdruckschlauch vergessen. Der wird nie wieder ziehen. Und du bist ja beschränkt, im Motorbereich hier irgendwas zu machen. Das Ding ist cool. Ja. Genau für solche Sachen. Ansaugbrücke ist komplett ab. Das ist diese Ansaugbrücke von hier. Von rechts. Und, das ist, und siehst du schon, ne? Hast du schon gesehen, ne? Ich habe schon ein paar Krümel gesehen. Genau. Das ist von dieser Seite, das ist von dieser Seite. Und jetzt schauen wir uns erstmal die Seite an, weil hier hat man überhaupt nicht viele Probleme. Das ist so üblich, bisschen ölig. Es ist okay. Ist ganz normal. Und jetzt gucken wir uns die Seite an. Achte mal. Oh mein Gott, voll die Ablagerung. Guck dir das an. Nur erste Zylinder hier, oder weiß ich nicht, der 100. Zylinder, keine Ahnung. Jetzt achte mal, was ich mache. Halt du mal bitte Licht. Einmal rein, einmal nur so drehen. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist, guck mal, das ist einfach nur ein bisschen rausgeholt, ne? Das ist nicht mehr. Achte mal das an. Ey, das ist eine Zentimeterschicht. Achte mal, siehst du das? Oh mein Gott, achte. Nee, jetzt, die sind jetzt noch ein bisschen weich, aber... Ja, yeah, aber nach der Zeit können die auch richtig steinhart werden. Guck dir bitte die Ventile an. Siehst du das da? Warte. Wie schwarz die sind. Wow. Das ist wow. Oh, guck mal, hier ist aber ordentlich Ablagerung. Bei dem. Ja. Und das fällt alles rein. Das fällt alles in den Motorraum rein. Und das wird jedes Mal angesaugt. Das ist Wahnsinn. Ist traurig, aber ist so. Guck mal da rein. Ja, ich sehe es schon. Guck mal bitte in den zweiten. Guck mal, wie sauber das ist. Ja, bei dem anderen war nur schwarz. Hier genau, jetzt guckst du mal bitte hier rein. Aufpassen, Alter, schnell. Also nicht, dass du mit dem... Ist alles rußvoll hier. Ja, schon. Guck, da siehst du nichts. Das siehst du echt. Da siehst du nur einen Ansatz von Ventilen, das war's ja aber auch. Aber Eidosch, hier sieht man natürlich Ölverlust. Ne, das ist ja unser Hauptproblem, ne? Das dürfen wir ja nicht vergessen, warum wir das Ganze hier machen. So, ich weiß nicht, ob es jetzt reicht mit diesen vier Schrauben oder müssen wir da noch was abbauen, weil ich sehe hier noch in der Mitte so eine Schraube. Ich weiß nicht, ob man den auch noch abbauen muss. Ja, siehst du? Also würdest du die Schraube auch lockern müssen? Ja, das ist so eine lange Schraube noch mal in der Mitte. Deswegen lieber eine Schraube zu viel als zu wenig. Gut, machen wir erstmal die Wasserleitung ab. Und das ist die zweite. Überraschung. Nee, das ist die zweite Stelle, wo er Öl verliert, höchstwahrscheinlich. Oh mein Gott. Hier irgendwo wird er dann Öl rausschmeißen. Lass mal schauen. Mhm. Hier in die Dichtung. Da siehst du schon. Guck mal hier, Alter. Was denn? Komm. Ho, ho, achte mal. Was ist das für ein See? Ist das normal? Nee, wenn du irgendwas verloren hast, also einen Schraubenschlüssel, vielleicht eine Werkzeugkiste oder so, wirst du hier finden. Leichte. Ja, die Dichtung werden wir einmal. Und dann haben wir hier nochmal zusätzlich eine Dichtung. Ja, die müssen wir natürlich auch erneuern. Ey, aber ist das normal, dass hier jetzt so Blätter und so rumliegen? Das gucken wir uns jetzt gleich sofort an. Das Regal wird voller. Das ist so, wenn du so ein Spiel spielst und upgraden tust, so wie die ganze Zeit. Neue Fertigkeit gelernt. Fitter Geist. Genau. Du hast 3 Punkte. Was für Fertigkeiten kaufst du? Tu das in deinen Schrank rein. Tu das in deinen Schrank rein, genau. Jetzt gucken wir uns das mal hier an. Machen erstmal hier sauber.
Oh mein Gott, ey, guck dir diesen ganzen Müll an hier. Da müssen wir natürlich aufpassen, darf nichts im Motorraum rein. Wenn da nicht schon was drin ist. Ja, ist ja nicht schlimm, jetzt kannst du das noch rausholen. Aber hier, guck mal, Blätter. Was ist das? Da ist irgendwas hier. Och, guck mal hier. Abdeckung für irgendwas. Für so eine Schraube. Das ist keine Ahnung. Ist es denn schlimm, wenn hier was drin liegt? In diesem See? Das ist ja egal. Da kannst du auch Goldfisch reinmachen. Warte mal, das ist außerhalb noch vom Motor, ne? Da ist es nicht schlimm, aber da hat sich trotzdem was angesammelt. Ist es normal, dass sich da was ansammelt? Nein. Die Lichtmaschine müssen wir auch abbauen, Alter. Ja. Zahnriemen auf jeden Fall markieren, auf OT bringen. Hier, ihr seht schon, der ist schon markiert, also brauche ich den nicht markieren. Nein, Spaß. Wenn ihr an der Lichtmaschine dran geht, Batterie abklemmen vorher. Ganz klar, wichtig. Ne? Batterie abklemmen. Ja, also, ich habe schon gemacht, deswegen. So, das war's schon. Und dann hat man die Lichtmaschine plus Zahnriemen raus. Ist ganz easy. Ja, da ist auch viel Öl. Auch noch ein See. Ja, aber da, guck mal, hier siehst du aber, dass es frisches Öl ist, ne? Weil hier hast du gesehen, hier war nicht frisch. Aber hier, ne? Hier ist auch Wasser. Ja, Eidosch. Mhm. Wahnsinn. Wenn wir auf jeden Fall erstmal im Motorbereich erstmal hier schön sauber machen. Ventillichtung werden wir nächstes Mal abbauen, weil die werden wir auch erneuern, ist klar, wenn wir ihn jetzt so weit haben. Wenn ihr mir mal einen Tipp geben könnt hier, wie ich hier den Motorinneren mal sauber machen kann, wäre natürlich auch nice. Auch hier die Kanäle. Also wenn ihr da Tipps habt, schreibt ruhig in die Kommentare. Ich weiß, was die sagen. Was denn? Die sagen bestimmt, nimm alles auseinander. Du kannst alles einzeln sauber machen. Ja, was soll man noch auseinandernehmen? Guck doch die zwei Regale an hier. Drei. Ne? Ich glaube, wir haben bis jetzt ungelogen über 100 Schrauben abgemacht. Stimmt. Über. Mhm. Und bis jetzt kann ich zwei Schrauben nicht einordnen, die ich schon vergessen habe. Aber und einen haben wir aus dem See gefischt, irgendwas hier. Ja, ja. Ey, das wird, das Ding zusammenzubauen, das ist eine ganz andere Baustelle. Daran denke ich erstmal gar nicht. Also ich denke, du solltest schon hier irgendwie ansprechen, irgend so ein Phaeton-Motor oder V10-Motor-Experte, der soll sich schon mal melden oder so, so langsam. Also wenn es einen V10-Experten gibt, dann wird er nicht meine Sprache sprechen, glaube ich. So, Eidosch. Ja. Was ist das für eine Leitung hier? Ist das so eine Ölleitung? Kann das sein? Wohin geht die? Aha. Jo, das ist eine Ölleitung. Ah, das ist ein Öldruckschalter. Öl. Ja, guck mal, hier kann er auch was verlieren. Boah, der war hier auch undicht. Der hat eine Dichtung darunter, siehst du das? Ja, guck mal, hier auch. Alter, also sag mir jetzt bitte nicht, dass die Ölleitung vom Turbo undicht war. Warum nicht? Könnte ja sein. Weil der war ölig. Die Öl-Wasser-Gemisch war ja da alles, ne? Und deswegen auch frisches Öl. Der muss komplett dicht sein. Ja, die beiden Kanäle, die abgebrochen sind, ist ärgerlich, klar. Es ist aber ein altes Auto, die gehen halt leider kaputt. Aber das ist, da sehe ich da kein Problem. Die haben eigentlich die schlimmste Arbeit schon gemacht. Das war die schlimmste Arbeit. Die Köpfe, was sind denn die Köpfe noch? Das sind vielleicht hier, vielleicht 12 Schrauben. Dann hast du die Köpfe auch ab. Die Teile müssen wir auch sauber machen. Genau, Ansaugbrücken und so sauber machen. Also schreibt das bitte in die Kommentare, wie ich die ganzen Sachen schön sauber machen kann. Und dann bauen wir das Ganze wieder ein, wenn wir alles haben. Die ganzen Dichtungen, Schrauben, hier Flansch, was weiß ich. Das ist die so eine Liste. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wenn ich glaube, wir machen ein Video über die ganzen Sachen, die wir benötigen. Wir müssen eine Liste machen und gucken, alle Dichtungen einzeln durchgucken. Was Video machen? Wir. Ja, klar. Für 2 Stunden noch. Deswegen lass. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Kauft es bis dann. Ciao. Dankeschön, Eidosch. Bitte.